meine Lieben, und willkommen zu meiner Bücherregaltour. Ja, mir geht so langsam der Platz im Bücherregal aus. Hier an den Seiten kann man schon sehen, ich muss die Bücher teilweise schon stapeln. Und aus dem Grund wird es noch im Dezember eine Änderung bei mir geben. Ich werde mir ein neues, größeres Regal für noch mehr Bücher zulegen. Und vorher möchte ich euch aber in dem jetzigen Zustand, also mein jetziges Bücherregal, präsentieren. Das Ganze werde ich in drei Teilen machen. Teil 1, ich blende euch dann jetzt auch zwischendurch mal ein Bild, ein Komplettbild von meinem Regal ein. Teil 1 wird der jetzt markierte Bereich Horror, Thriller und Sammlerausgaben. Das wird euch auch heute im Video erwarten. Im Teil 2 wird euch erwarten der Bereich Fantasy, Jugendfantasy und Dystopien. Und der Teil 3 wird sich um den Bereich Subdrehen, mein Stapel, meine Fächer ungelesener Bücher. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem ersten Teil. So, fangen wir mit dem ersten Fach an. Hier grinst uns erstmal der liebe Herr Fitzek an. Ist eine Autogrammkarte, die ich aus dem Fitzek-Shop bekommen habe. Hat mich sehr gefreut. Die legen wir jetzt erstmal beiseite. Widmen wir uns erstmal den Büchern, die ja, sich schon stapeln. Da haben wir zum ersten Buch, das ich euch zeigen möchte, Passagier 23 von Sebastian Fitzek. Hat mich sehr, sehr mitgerissen, das Buch. Ich fand es sehr gelungen von ihm. Auch das ist eine signierte Ausgabe. Ja, ich stehe auf signierte Bücher. Das werdet ihr im Laufe des Videos noch sehen. Dann kommt hier die alte Ausgabe von Berge des Wahnsinns, die ich bisher immer gelesen habe, aus dem Suhrkamp Fantastische Bibliothek. Das ist die Auflage sogar aus dem Jahr 1990, die Erstauflage. Geniale Story für alle, die Lovecraft noch nicht kennen. Ihr könnt mit Berge des Wahnsinns anfangen, ist wirklich ein gelungenes Buch von ihm. Dann haben wir hier einen Roman von Wolfgang Holbein, und zwar Dunkel aus dem Bastei-Lübbe Verlag. Wir haben hier den Band 2 der Chroniken des Cthulhu-Mythos. Ist eine Geschichtensammlung von Howard Phillips Lovecraft aus dem Festa Verlag. Unter anderem auch wieder mit meiner Lieblingsstory Berge des Wahnsinns, Schatten über Innsmouth, Träume im Hexenhaus, Dinge auf der Schwelle, Der Schatten aus der Zeit und Jäger der Finsternis. Auch eine sehr schöne Illustration hier drin. Finde ich sehr schön. Ist auch ein schönes Werk über die Geschichten von Lovecraft für die Interessierten unter euch. Dann greife ich mal hierüber zu diesen beiden Büchern. Beute, Gier und Beute, Zeit. Teil 1 und 2 der Off-Season-Trilogie oder Off-Spring, Off-Season glaube ich. Falls nicht, korrigiert mich einfach bitte in den Kommentaren. Beides im Heine Hardcore Verlag erschienen. Den hatte ich gebraucht, gekauft, leider in einem Zustand, der mir überhaupt nicht zusagt. Habe ich beide auch gelesen, fand ich sehr, sehr gut. Jack Ketchum schreibt auch richtig genial. So, dann gehen wir jetzt die Reihe einfach durch. Beginnen tun wir mit einem Werk von Joseph Nessy, und zwar Das Blut der Helden. Das ist Buch 1 des großen Kriegs der Untoten. Das Setting fand ich richtig genial. Es geht auch so ein bisschen in die Steampunk-Ecke. Und zwar spielt das zur Zeit des Ersten Weltkriegs, und die deutsche Armee damals hat es geschafft, Untote zum Leben zu erwecken, und sie setzen sie in dem Ersten Weltkrieg ein. Erzählt wird es aus der Geschichte, aus der Sicht, Entschuldigung, eines amerikanischen Offiziers, eines Fliegers. Ich finde das Buch richtig genial. Ist jetzt auch die Hardcover-Ausgabe aus dem Atlantis Verlag. Das Ganze gibt es auch noch als
Paperback-Ausgabe, also broschierte Ausgabe, aber davon wollte ich einfach die gebundene Ausgabe haben. So, stellen wir mal wieder zurück. Dann kommen wir schon zu meinem Lieblings-Layman. Und zwar ist das dieser fette Klopper hier, Richard Layman, der Keller. Enthalten sind drei Bücher in diesem Buch. Das hat auch insgesamt 1000, kann man das sehen, 1230, nein, 1231 Seiten. Es sind enthalten die Bücher Im Keller, Das Horrorhaus und Mitternachtstour. Ich finde, das sind drei so geniale Bücher. Sie gehören zu den härteren Büchern von Layman und haben richtig, richtig Spaß gemacht beim Lesen. Also bisher ungeschlagen auf Platz 1 für mich. Dann geht es weiter mit den weiteren, wenn ich es wieder reinbekomme, gelesenen Büchern von Richard Layman. Hier haben wir einmal Der Geist. Die Story fand ich auch genial. Da geht es eben um einen, ja, wie es der Name sagt, einen Geist, um ein Ouija-Brett und wie immer naive Jugendliche, wie in fast allen Layman-Romanen, war sehr, sehr unterhaltsam, das Buch. Dann geht es weiter mit Die Jagd von ebenfalls Richard Layman. Für mich einer der schwächeren Romane, wo ich bisher gelesen habe, aber trotzdem lesenswert. Wie gesagt, ich mag wirklich die ganzen Bücher von ihm. Dann geht's weiter mit einem der besseren Bücher in meinen Augen, und zwar Richard Layman, Das Spiel. Der hat mich super unterhalten. Ist auch eine richtig coole Idee, dieser ganze Plot von dem Buch. Dann geht es weiter mit Nacht. Ich finde es krass in dem Buch, dass alles auf irgendwelchen extrem blöden Zufällen basiert. Es ist krass, wie die Story sich aufbaut. Absolut lesenswert auch. Oh, dann geht es weiter mit Der Ripper. Der Ripper ist mal was anderes von Richard Layman, und zwar spielt das zur Zeit von Jack the Ripper eben. Dieser Ripper. Und Jack the Ripper macht sich nach Amerika auf, um dort seine Tat fortzusetzen. Fand ich richtig, richtig genial. Dann geht es weiter mit dem bisher schlechtesten Layman in meinen Augen, und zwar Die Show. Das Ende hat zwar einiges rausgerissen, aber es kam überhaupt keine Stimmung für mich auf in dem Buch. Ich fand die Protagonisten nervig. Ich weiß nicht. Ich bin mit diesem Buch nicht warm geworden. Hat von mir, glaube ich, auch 6 oder 7 Sterne nur bekommen. Punkte, Entschuldigung. Von 10 eben. Und ja, mehr braucht man dazu jetzt auch nicht sagen. Mein neuester gelesener Layman ist Die Spur. Den habe ich als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt. Ich finde auch halt schön, ich nehme jetzt einfach mal noch ein anderes Buch dazu raus. Oder zwei nochmal. Wenn man sich's anschaut, ich finde es schön vom Heine Hardcore Verlag, dass die Bücher alle zusammenpassen. Es ist wirklich alles komplett gleich aufgebaut, nur mal ab und zu mal das Logo, ne, wo wechselt, aber wir haben immer den gleichen Aufbau, und das finde ich schön an diesen Büchern von Richard Layman im Heine Hardcore Programm. Die passen einfach alle zusammen, und auch wenn man sich das im Regal nochmal anschaut, es ist auch alles von der Schrift auf dem Rücken gleich. Das finde ich einfach richtig schön im Regal. Dann kommen wir zu Der Wald. Der Wald war auch ein richtig guter Roman von ihm. Hat mich richtig begeistert. Und dann kommen wir zu einer weiteren Ausgabe, und zwar das Clubtaschenbuch von Die Insel. Ist auch ein richtig genialer Layman-Roman. Hat mich bestens unterhalten. War ich sehr, sehr zufrieden damit. Dann geht es weiter mit einem Werk von Jack Ketchum, und zwar Evil. Evil ist ein,
Puh, sehr verstörendes Werk, muss ich sagen. Die Protagonisten, beziehungsweise der Protagonist, sind Jugendliche, Kinder. Und was die mit anderen Kindern anstellen, ist absolut abartig in dem Buch. Und als ich das Buch durch hatte, da hatte ich wirklich lange damit zu kämpfen. Dann geht es weiter mit einem Buch von Edward Lee, und zwar Inswitch Horror. Das ist, ich behaupte mal, Edward Lees Tribut an Howard Phillips Lovecraft, da es sich mit der Lovecraft-Geschichte Schatten über Innsmouth auseinandersetzt oder darauf aufbaut. Sehr empfehlenswert auch. Da sieht man auch, wie gut er schreiben kann. Also in Inswitch Horror sieht man wirklich sehr, sehr schön, wie gut Lee schreiben kann. Dann haben wir hier von Edition Fantasia, müsste das glaube ich sein, ne? Fantasia Paperback, Edition Fantasia oder was das ist. Hellraiser von Cliff Barker. Ich war etwas enttäuscht von dem Buch. Ich finde das Cover zwar genial, aber von dem Buch an sich war ich enttäuscht. Das ist das einzige Buch bisher, wo ich sagen muss, da fand ich sogar den Film besser. Ich weiß nicht, ich wurde einfach nicht warm mit dem Buch. Dann haben wir hier, die nehme ich mal zusammen, zwei Werke von Fred Ink. Das ist ein Self-Publisher, schreibt sehr, sehr soliden Horror, muss ich an dieser Stelle echt erwähnen. Grauen in den Bergen und Wurmstichig, die spielen meiner Meinung nach auch in die Richtung von Lovecraft. Es herrscht auch eine ähnliche Stimmung wie in Lovecraft-Werken vor. Sind beides relativ kurze Werke auch, also 140 Seiten circa. Gucken wir mal hier nochmal. Ja, jeweils circa 140 Seiten. Ist aber auch gelungene Lektüre und für einen Self-Publisher, muss ich sagen, wirklich sehr gut. Dann kommen wir hier zu einem Double-Feature, und zwar einmal Leviathan von Tim Curran und einmal Kopfjäger von Tim Curran. Zwei Novellen. Leviathan hat mir besser gefallen, fand ich die Story einfach ansprechender. Kopfjäger war auch richtig gut geschrieben, aber da hat mich einfach das Setting so mit Vietnamkrieg und so, hat mich jetzt nicht so sehr angesprochen. Dann kommen wir zu einem weiteren Buch von Tim Curran, und zwar Blackout. Blackout erinnert mich stark an Krieg der Welten, auch wenn man sich so ein bisschen hier auf dem Cover das im Hintergrund anschaut. Geniales Buch, hat auch nur 140 Seiten. Richtig, richtig geniale Story auch von Tim Curran wieder. Dann kommen wir zu meinem aktuellen Lieblingsbuch von Tim Curran, und zwar Skin Medicine, die letzte Grenze. Ein Western aus der Feder von Tim Curran mit einem richtig klasse Setting. Die Story passt in sich, das ist wirklich phänomenal gewesen, dieses Buch. Ebenfalls im Lucifer Verlag erschienen. Dann kommen wir zu 5 Bänden, die zeige ich euch jetzt im Summe. 5 Bände von einem Self-Publisher auch. Wir fangen mal so an. Und zwar haben wir einmal hier Kitty Moan, Dämonenbrut, Band 1, Kitty, Band 2, Blutsbande, Band 3, Fegefeuer, Band 4, Engelslicht und Band 5, Inferno. Geniale Bücher, musste ich sagen. Der Name des Autors ist jetzt ein bisschen reißerisch, aber Mr. Randell versteht wirklich, wie er blumig im Bereich Horror und Erotik schreiben kann. Also ich war wirklich begeistert von den Büchern. Dann geht es weiter mit einem Buch von Shane Gregory. Und zwar Die Zombies von Clayfield. Einer der wenigen Zombie-Romane, wo ich gelesen habe bisher und auch der einzige, der mir richtig zugesagt hat. Super geschrieben gewesen. Erschienen bei deltus.de. Das war ein Imprint von dem Fester Verlag, der leider eingeschlafen bzw. eingestellt wurde.
ist eigentlich auch ein Teil einer Reihe oder einer Trilogie, wird halt leider jetzt nicht fortgesetzt, aber das Buch war wirklich sehr gut. Dann kommen wir zu einer der coolsten Haunted House Stories, und zwar Haunted von Bentley Little. Das Cover, wer mich auf Instagram schon mal abonniert hat, hat es schon mal gesehen auch. Habe ich schon mal ein Bild davon gepostet. Eine richtig geniale Haunted House Story mit Poltergeist und allem, was dazugehört. Echt empfehlenswert. Dann kommen wir zu dem Band 2 einer Trilogie. Und zwar Prinzessin von John Asher, Armee der Finsternis. Ja, Armee der Finsternis, das ist der zweite Band der Prinzessin-Trilogie. Geniale Story, hammerhart. John Asher, sag ich immer so ein bisschen so, ja, der deutsche Edward Lee. Obwohl er gar kein Deutscher ist, er ist aus Österreich meines Wissens nach. Geniale Story, also wer Edward Lee mag oder so, kann auch mal zu John Asher greifen. So, dann haben wir hier noch den dritten Teil der Prinzessin-Trilogie, Die letzte Kriegerin. Das ist eben der Abschluss der Prinzessin-Reihe. Fand ich auch richtig genial, war auch ein bisschen traurig, dass es zu Ende war, muss ich sagen. Aber das Krasse ist, in den Werken von Asia gibt es überall Verknüpfungen zu allen möglichen Büchern. Und zwar im dritten Band gibt es zum Beispiel darauf dann Anspielungen auf Gott der Tentakel. Ich finde es cool, dass John Asia eigentlich in seinen ganzen Werken Anspielungen auf andere Bücher hat. So, Fach 1 haben wir so gesehen jetzt beendet und weiter geht es jetzt mit dem nächsten Fach. So, jetzt kommen wir quasi zu meinem fester Fach, kann man sagen. Erstmal hier ein World of Warcraft Hexenmeister im T5-Set. Den tun wir jetzt einfach mal weg mit seinem zerfallenen Stab. Bisschen Crew schlägt hier rum. Hier haben wir unter anderem eine kleine Cthulhu-Statue. Kommt auch mal aus dem Weg, ein Stein. Noch eine Cthulhu-Götze. Und dann haben wir hier noch meinen schönen Plüsch-Cthulhu. Den habe ich irgendwann mal mir bei eBay in den USA bestellt. So, hier haben wir noch ein Autogramm von Jason Dark. Das ist der Schöpfer der John Sinclair Hefte. Hat mich auch sehr gefreut, das Autogramm zu bekommen. So, fangen wir an mit meinen Horror- und Thriller-Taschenbüchern vom Fester Verlag. Die Mutter von Brad McBean. Ein empfehlenswertes Buch. Dann haben wir hier einen meiner Lieblings-Laymans, In den finsteren Wäldern, einer der härteren Laymans. Dann haben wir hier Haus der bösen Lust von Edward Lee, eines meiner Lieblingswerke von Lee. Dann haben wir hier Big Head von Edward Lee, das als das Most Disturbing Book lange Zeit galt oder immer noch, das weiß ich nicht, als das am meist verstörendste Buch. Dann haben wir hier Flash Gothic von Edward Lee. Wir haben hier Irre Seelen von Graham Masterton, Englands Großmeister der Angst. Dazu gibt es auch ein Video auf meinem Kanal. Den Link werde ich euch mal einblenden. Dann haben wir hier Der Totenerwecker von Rath James White. Eines meiner Lieblingsbücher. Auch hierzu habe ich euch mal den Link in die Infobox gepackt. Dann kommt schon der nächste Edward Lee wieder. Der Höllenbote. Auch ein richtig gutes Buch. Dann haben wir hier von Patrick Senecal, ich weiß nicht, wie sein Nachname ausgesprochen wird, tut mir leid, 7 Tage der Rache,
Was würdest du tun, wenn du den Mörder deiner Tochter in die Finger bekommst? Ein richtig geniales Buch, wo es eben darum geht, dass jemand den Mörder seiner Tochter in die Finger bekommt. Dann haben wir hier noch einen weiteren Roman von Edward Lee, Incubus. Auch ein richtig gutes Buch von Edward Lee wieder. Direkt nebenan Nightwear von John Everson. Eines meiner Lieblingsbücher. Dazu gibt es auch eine Vorstellung hier auf meinem Kanal. Dann haben wir hier mein Lieblingsbuch der, ich sag mal, etwas seichteren Lee-Romane. Golem. Ein richtig geniales Buch. Also in diesem Buch, man merkt einfach, Lee recherchiert sehr gut und auch sein Schreibstil ist richtig, richtig angenehm. Dann haben wir hier Muerte con Carne von Shane McKenzie mit einem richtig coolen Cover, wie ich finde. Da geht es um mexikanischen Amateur-Wrestling und Kannibalen. Dann haben wir als nächstes William Malmberg Jimmy. Sein Fetisch wird ihre Realität. Ein BDSM-Thriller. Ist ein solides Werk, das in dem Reich BDSM angesiedelt ist. Als nächstes haben wir hier einen der wenigen Zombie-Romane in meinem Regal, und zwar Zombie-Apokalypse von Eloise J. Knapp. Das hier ist auch ein persönlich signiertes Exemplar von Eloise. Habe ich von ihr aus den USA geschickt bekommen. Nebenbei erwähnt, es war sogar eines ihrer Autorenausgaben, die sie mir dann zurückgeschickt hat quasi. Dann haben wir hier Grauer Teufel von Graham Masterton. Ein richtig, richtig genialer Horrorroman. Hat sehr viel Spaß gemacht zu lesen. Habe ich zusammen mit Sonja gelesen. Und ja, auch dazu gibt es eine Rezi auf meinem Kanal. Dann kommen wir zu einem der, ja, in meinen Augen schwächeren Lee-Bücher. Und zwar Das Schwein. Ich fand den jetzt nicht so berauschend. Die Thematik hat mich einfach nicht so arg angesprochen. Ja, Durchschnitt war das für mich. Dann kommen wir zu Rock'n'Roll Zombies aus der Besserungsanstalt von Brian Smith. In meinen Augen der bisher schwächste Roman innerhalb der Fester Extremreihe. Der hatte mich gar nicht angesprochen. Geht es auch eben um Zombies, und Zombies liegen mir sowieso nicht so arg. Dann kommen wir zu einem der abartigsten Fester Extrembände, und zwar der Teratologe von Edward Lee und Ralph James White mit einem richtig creepy Cover, wie ich finde. So, dann kommen wir zu einem Double Feature, und zwar Sein Schmerz von Ralph James White und Eine Nacht in der Hölle von Nate Southard. Ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen, beide Novellen. Dann kommen wir zu einem meiner Lieblingsbücher von Edward Lee, und zwar Der Muschelknacker. Hat er zusammen mit John Pelham geschrieben, hat mich köstlich unterhalten und köstlich amüsiert, dieses Buch. Dann kommen wir zu der bisher einzigen weiblichen Autorin in der Fester Extremreihe, Monica J. Rourke, Quäl das Fleisch. Auch ein richtig gutes Buch. Dann haben wir meinen Lieblings-Lee, Monster-Sperma. Und auch das ist ein persönlich signiertes Exemplar. Habe ich mir in Leipzig auf der ElsterCon 2014 signieren lassen. Dann kommen wir zu Population Zero, ein richtig krasser Roman von Ralph James White. Dann kommen wir zu Goon von Edward Lee und John Pelham, auch ein richtig, richtig cooles Buch in meinen Augen.
Dann als nächstes Willkommen in Hell, Texas von Tim Miller. Ja, war okay, war jetzt nicht mein Lieblingsbuch unbedingt aus der Feste Extremreihe, aber auch lesenswert. Danach kommt von Shane McKenzie Geil auf Sex und Tod, auch ein richtig cooles Buch. Dann haben wir hier Familienmassaker von Tim Miller. Fand ich jetzt im Vergleich zu Willkommen in Hell Texas besser, hat mir besser gefallen. Ja, also Tim Miller kann schreiben, muss ich sagen. So, jetzt kommen wir zu dem bisher dicksten Roman in der Feste Extremreihe, Frauenzwinger von Brad Williams. Auch ein richtig cooles Buch in meinen Augen. Und dann noch die Minotaures von Edward Lee. Ich habe mich köstlich amüsiert bei der Lektüre davon. Ein richtig cooles Buch. So, und weiter geht es mit Fach Nummer 3. Ja, das sind so meine Schätze in meinem Regal, die hier in diesem Fach stehen. Den Kram tun wir erstmal weg. Das ist hier, wer ist das? Ganesha, oder? So eine kleine Statue. Dann haben wir hier noch so einen kleinen Skarabäus aus Ägypten. Ein Räucherstäbchenhalter in Skeletthandform. Und hier haben wir noch einen Kristallschädel aus Indiana Jones. So. Ach ja, ein Autogramm noch von Edward Lee. So, und jetzt können wir auch anfangen. Das erste Buch ist auch von Edward Lee, ist eine englische Ausgabe, Brides of the Impaler. Machen wir mal auf. Das ist eine limitierte Auflage auf 1000 Stück und persönlich signiert von Edward Lee. Das nächste Buch stammt vom Fester Verlag, ist in der H.P. Lovecrafts Bibliothek des Schreckens erschienen. Der Besudler auf der Schwelle, das ist limitiert auf 1000 Stück mit einer Signiervignette, unterschrieben von Edward Lee. Das nächste Buch ist Bestialisch, eine Kurzgeschichtensammlung von Graham Masterton, ebenfalls vom Fester Verlag als Sammlerausgabe erschienen, unterschrieben von Graham Masterton und limitiert auf 666 Stück. Das nächste Buch hier ist Invasion der tiefen Wesen von Brian Lumley und Howard Phillips Lovecraft, unterschrieben von Brian Lumley, gucken wir mal, wo die Signiervignette ist, hier, und von dem Cover-Designer. Ebenfalls limitiert auf 666 Stück. Dann kommen wir zur nächsten Sammlerausgabe, Dark Universe von William F. Nolan, ebenfalls im Fester Verlag erschienen, limitiert auf 666 Exemplare und unterzeichnet bzw. signiert von William F. Nolan. Dann kommen wir zur aktuell neuesten Sammlerausgabe, ein richtiger Brocken im Vergleich zu den anderen, Schmerz des Erwachens von Brad McBean, ebenfalls signiert von Brad McBean und Fabian Fröhlich, dem Illustrator dieser Ausgabe, ebenfalls wieder auf 666 Stück limitiert. Dann kommen wir zu einem für mich besonderen Buch, Graham Masterton, Die Opferung. Die unter euch, die meine Videos kennen, wissen, dass das eines meiner absoluten Lieblingsbücher ist, hier in einer vergriffenen, gebundenen Ausgabe. Dann kommen wir zu einer DVD im Regal, und zwar The Walking Woman, ein Film von Edward Lee. Hier hat er sich als Filmemacher versucht, ja. Dann kommen wir zu George R.R. Martins In der Haut des Wolfes.
Den Autor könnten einige unter euch von Das Lied von Eis und Feuer kennen. Das hier ist eine sehr, sehr schön designte Novelle von ihm, erschienen bei Festa. Und Werwolf-Fans unter euch kann ich diese Story ans Herz legen. Weiter geht's mit einem meiner Lieblingsbücher, Berge des Wahnsinns von Howard Phillips Lovecraft, hier als gebundene und illustrierte Ausgabe. Meine absolute Lieblingsstory von Howard Phillips Lovecraft. Das ist auch dann die dritte Variante, die ich davon jetzt im Regal stehen habe. Dann kommen wir wieder zu einem meiner Lieblingsbücher, und zwar Nightmare von John Everson. Vielleicht habt ihr das Buch schon gesehen in meinem Video über das Buch Nightmare. Das hier ist eine englische Ausgabe, auf die ich auch ein bisschen stolz bin. Limitiert auf 100 Stück. Ich habe die Nummer 97 und ist auch persönlich signiert von John Everson. Ich finde auch das Cover richtig cool von der Ausgabe. Dann kommen wir zu einem Buch von Michael Marak, Imagon. Das Buch ist ebenfalls signiert vom Autor. Ist so ähnlich wie Lovecraft-Geschichten, nur moderner. Dann haben wir hier Prinzessin Band 1 von John Asher. Band 2 und 3 habe ich euch ja schon vorhin gezeigt. Der Grund, weswegen das Buch nicht bei den anderen steht, ist, dass, wenn ich es finde, John Asher es für mich signiert hat. Deswegen ist es hier oben bei meinen Sammlerausgaben. Dann haben wir hier noch ein besonderes Buch für mich, und zwar The Undead Situation from Eloise J. Knapp. Das Schöne an der Sache ist, das ist das englische Original zu dem hier, zu Zombie-Apokalypse. Und das Besondere an dieser Ausgabe ist, es ist eben wieder für mich signiert. Und diese Ausgabe ist limitiert auf 40 Stück weltweit. So, kommen wir zu Nest von Lutz C. Frey. Ein richtig guter deutscher Autor in meinen Augen. Liest sich sehr, sehr gut. Ist ebenfalls von ihm signiert mit einem kleinen Bildchen dazu. Fand ich richtig cool, wie ich das bekommen habe. Dann haben wir hier ebenfalls eines meiner Lieblingsbücher in einer mittlerweile vergriffenen Auflage aus dem Atlantis Verlag, und zwar Der Leichenkönig von Tim Curran. Ich habe noch nicht viele Bücher gelesen, die dermaßen gut atmosphärisch rüberkommen. Das war wirklich der absolute Wahnsinn. Dann haben wir hier das Buch Bad Literature von Bernhard Wirkner. Das ist ein mit mir befreundeter Autor, hier ebenfalls signiert von ihm. Und mein Lieblingsbuch, sehr, sehr zerlesen, wie ihr aussehen könnt, von Wolfgang Holbein. Ebenfalls für mich persönlich signiert, Magog. So, und dann kommen wir noch zu dem absolut größten Schatz aktuell in meinem Regal. Und zwar 65 Stirrup Iron Road. Hat nicht ein Autor geschrieben, sondern insgesamt, könnt ihr hier oben sehen, die Mitwirkenden an dem Buch waren Edward Lee, Jack Ketchum, Brian Keane, Brian Smith, Jesus F. Gonzalez, Ruth James White, Nate Southard, Ryan Harding und Shane McKenzie. Also 9 Autoren, die dieses Buch geschrieben haben. Alle 9 Autoren haben auch in diesem Buch unterschrieben. Zusätzlich noch Tom Pizzirilli, für den dieses Buch geschrieben wurde und dem auch der komplette Erlös meines Wissens nach von diesem Buch zugute kam. Das Buch war bei Erscheinen bereits ausverkauft, erzielt mittlerweile Höchstpreise auf den Verkaufsplattformen, eBay und so weiter. Und ja, ich würde mich nie von diesem Buch trennen. Ich hoffe, euch hat der erste Teil meiner Bücherregalreihe gefallen. Wenn Bücher dabei waren,
zu denen ihr mehr Infos haben möchtet, lasst mir eine Nachricht da. Ansonsten würde ich mich über einen Kommentar meiner bisherigen Büchervorstellung hier in meinem Regal freuen und wir sehen uns spätestens in Teil 2 meines Bücherregals wieder. Macht's gut, ciao!